Herzlich willkommen zu einem neuen Spiele-Video plus Extra. Denn, beziehungsweise das Extra, das kommt in einem Nachfolgevideo. Denn ich stelle heute einmal Kalisho vor. Oder Kalisho? Kalisho, genau. Ein Familienspiel von Ravensburger ab 10 Jahren. Meine Tochter mit 9 Jahren kann es super spielen. Darunter würde ich das eh noch nicht empfehlen. 1 bis 4 Spieler. 30 bis 45 Minuten. Ich möchte dazu sagen, Solo habe ich es nicht gespielt. Aber der Modus, ja, das ist solide. Da geht es im Grunde, ja, nee, solide, sag ich mal. Genau. Davon verlose ich gleich noch 2 Spiele in einem Extra-Video. Sollte heute oder morgen dann auch online gehen. Also da könnt ihr euch schon mal freuen. Ja, das ist ein Spiel, was Ravensburger, die haben hinten so eine Skala, die ich tatsächlich auch mal einblenden kann, als Spiel mit Glück gebraucht, aber durchaus Glück gebraucht, sage ich schon, aber auch durchaus mit viel Strategie, das man braucht, um zu gewinnen. Kommunikation eher weniger, man spielt nämlich mehr für sich alleine tatsächlich und Kreativität und Aktion eher weniger. Ja, wir haben Katzen hier, deswegen ist allein schon das Cover ein ja, Must-Buy hier gewesen und so kommt es auch bei meiner Tochter, wie auch Draftosaurus, super an. Und ja, auch hier einmal die Regeln. Ja, die Regeln des Spiels von Kalisho oder Kalisho sind leicht erlernt, trotzdem schwer zu meistern. Es geht, jeder hat sein eigenes Spielbrett, das haben, wie gesagt, tatsächlich alle Spieler und soweit auch kein Problem. Es gibt 3 Steine, die darauf gelegt werden. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt. Ich weiß gar nicht, ob es das Anfangssetting ist. Auf jeden Fall sorgt das für einen variablen Spielstart und auch für variable Spiele, da es da deutlich von verschiedenen Möglichkeiten gibt. Wenn man am Zug ist, macht man genau eine Sache. Man hat auf der Hand jeweils 2 der Plättchen. Das Spiel ist übrigens zu Ende, wenn der erste Spieler seinen ganzen Bereich voll hat. Dann ist Schluss. 2 Plättchen verdeckt auf der Hand. Davon legt man 1 auf den Plan. Zieht 1 der 3 offenliegenden nach und dann zieht man aus dem schönen Säckchen oder man legt es in Stapel auf dem Spielfeld einen nach und legt ihn hier hin. Alles, was man tut. Nun gilt es natürlich, Punkte zu machen. Das geht auf im Grunde 3 verschiedene Ebenen. Der erste ist der Plan selber. Wir haben hier, wie gesagt, diese 3, wie nennen die sich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. 3 Aufgabenplättchen, die jeweils für die Felder direkt im Kreis drumherum stehen. Merkt man schon, es wird dadurch kompliziert, da zum Beispiel dieses Feld natürlich für das und auch für das gilt. Es gibt immer eine Unterscheidung zwischen Farbe des Plättchens, grün, und Muster des Plättchens, also grün-gelb. Hier dieses Muster mit diesen, ja, keine Ahnung, und hier diese Blumen. Da gibt es ganz viele Muster, hier gibt es Punkte. Da muss man immer unterscheiden. So. Jetzt gilt es, nehmen wir mal das als einfachstes, es gibt 2, 4, 6 Plättchen drumherum und es müssen 2 mal AA, BB, CC. Das heißt, als Beispiel, das hier wäre AA 2-mal das gleiche Punktemuster. Also das ist AA im Muster. Man kann das aber auch in den Farben haben. Ich könnte jetzt theoretisch über die Zeit die hier anlegen, hätte ich auch AA in den Farben, grün und grün. Nun gibt es 7 Punkte, wenn ich es schaffe, nur in, also 3 verschiedene Muster, egal in welchen Farben anzulegen, kriege ich 7 Punkte. Ich kriege aber sogar 11 Punkte, wenn ich es schaffe, 3 verschiedene Muster und 3 verschiedene Farben zu kombinieren. Also in 6 Steinen 3 Muster und 3 Farben unterbringen. Hier darf sich zum Beispiel rumherum keine Farbe oder kein Muster für 10 Punkte unterscheiden oder aber für 15 Punkte, die, keine Ahnung, wie man das schaffen soll, Version, dass sich quasi jedes Muster nur einmal da ist und jede Farbe nur einmal da ist. Da kann ich vielleicht auch einfach mal ein Beispiel oder ich kann generell einmal ein Beispiel zeigen. So, dieses Beispiel hätten wir hier für die perfekte Punktzahl für das Plättchen AA, B, B, C, C. Wir haben 3 Farben, Pink, Lila, Grün. Und wir haben 3 Muster, die Punkte, diese Blätter und diese Blätter.
Das sind 11 Punkte. Jetzt müsste man das natürlich anpassen und ja, das ist nicht so einfach. Also für die anderen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich Katzen zu holen. Katzen, ich hole mal ein Beispiel heran, die einfachste Katze bedeutet diese hier. 3 Punkte, man braucht, wenn man eine Katze legt, bringt die einem am Ende 3 Punkte, wenn sie so aussieht. Dafür braucht man so ein Muster an Stein, wohlgemerkt auf dem ganzen Plan, und das Außen zählt immer auch als möglicher Stein mit. Und diese Katze legt sich nun, wer selber Katzen hat, kennt das, Katzen legen sich gerne auf alles drauf, nur auf diese und diese Muster. Farben sind bei Katzen egal, Muster sind entscheidend. Und dann müsste man jetzt tatsächlich gucken, dass man es schafft, 3 gleiche, hier machen wir es mal, so, das wären 3 mit dem, Strichen. Da könnte ich dann eine Katze nehmen und drauflegen. Ich habe jetzt ein Beispiel, ich wollte eigentlich die andere nehmen. Das wäre dann so eine drauf und die bleibt drauf. Wichtig ist da, wie auch mit den Knöpfen, die ich gleich erkläre, wenn ich diese 3 Steine schon für eine Katze genutzt habe, könnte ich jetzt nicht einen weiteren Strich hier anlegen und mit den 2 hätte ich wieder ein Dreieck. Die sind dann einfach, weg. Genau, und da gibt es halt für 3 Punkte, 5 Punkte bei der, wo man 3 in einer Reihe haben muss und 7 sogar bei der, wo man 4 in einer Reihe haben muss. Auch die Muster variieren. Und es gibt noch, ich hole sie mal kurz aus der Tüte, 2 Katzen mehr und alle haben eine Rückseite. Also auch da viel, viel Varianz. Ja, dann gibt es noch die Knöpfe hier oben. Diese Knöpfe beziehen sich, also wir haben hier einmal Farben und Muster, bei den Katzen haben wir Muster. Und bei den Knöpfen geht es dann um Farben. Wenn man es schafft, eine Gruppe aus 3 oder mehr gleichfarbigen Plättchen aneinander zu setzen, auch hier können die Ränder wieder mitzählen, darf man einen Knopf in der entsprechenden Farbe da drauf legen. Jeder Knopf ist bei Spielende 3 Punkte wert. Auch hier gilt wieder, gut, man könnte es jetzt theoretisch mit dem Außen diese 3 hier auch nutzen, dann hätte man den frei, aber man darf kein Feld, für das man, was man benutzt hat, um einen Knopf zu generieren, ja, darf man nochmal benutzen. Wenn man es schafft, ein ganzes Set an Knöpfen zu haben, das heißt, man hat auch noch den gelben, den blauen, den lilanen und, vergesse ich jetzt noch einen? Nee, den grünen noch, genau, der grüne, irgendwo auf dem Plan, dann kriegt man als Belohnung noch, ich hole ihn raus, den Regenbogenknopf, der bringt am Ende nochmal 3 Punkte mehr. Ja, das ist schon das Spiel. Am Ende gibt es dann einen Wertungsblock, mal ein knapper Sieg gegen meine Tochter, wo man genau guckt, was hat man durch die Plättchen gewonnen, durch die Katzen, die Knöpfe und dann der Gesamtwert. Ja, das sind im Grunde schon die Regeln. Einfach zu spielen, schwer zu meistern. Das ist kein Spiel für reine Kenner, Experten, Vielspieler. Auf keinen Fall, das hat eine ganz klare Zielgruppe für mich. Aber es ist ein wirklich schöner Hirnzwirbler, wo man sich immer wieder ärgert, wenn man nicht die Kombination erreicht hat, die besser gewesen wäre. Oder man im Nachhinein denkt, warum habe ich nicht dieses Plättchen gezogen und dieses Plättchen gelegt? Dann könnte ich jetzt das machen. Und man hat nicht viele Auswahlmöglichkeiten, da schränkt das natürlich immer ein. Man hat 2 Plättchen auf der Hand, davon muss man 1 wählen und nur 3 als Auswahl. Das ist natürlich einschränkend, wobei hier gibt es auch Zusatzregelungen. Insofern man kann das ganze Spielerlebnis ein bisschen erweitern. Aber es ist natürlich wirklich ein schlichtes Legespiel, wo man aber durch diesen Plan mit den Außen, wo er schon ein bisschen feststeht, wo die verschiedenen Plättchen verschiedene Möglichkeiten der Punkte bringen, wie man es anlegt. Es ist sehr variabel dadurch, es hat einen hohen Wiederspielwert, das ja auch nie gleich aussieht. Jede Partie beginnt für einen im Grunde komplett anders. Und da finde ich dieses Spiel schon wirklich, wirklich gelungen. Es fehlt so ein bisschen die große Katze drauf. Die Katzen sind ja nur einer von vielen Teilen. Das finde ich so ein bisschen, liegt auf einer Decke. Hat tatsächlich so ein bisschen erzieherischen Wert hier gehabt. Seitdem versteht unsere Tochter, warum sie sich immer auf Decken und Muster legt. So gerne unsere Katze. Ja, insofern, es ist ja schon ein Hintergrund. Aber vielleicht hätte ich mir für diese Katzen noch so ein bisschen mehr Bedeutung gewünscht. Oder vielleicht auch so ein bisschen mehr halt diese Interaktion. Vergesst es einfach.
Hätte mir mehr gefallen, aber das ist nicht diese Art von Spiel. Das ist so ein Spiel, was man miteinander spielt, aber eben nebeneinander her. Kann man mögen, muss man nicht mögen, aber gerade wenn man zusammen mit Kindern zusammenspielt oder wenn dann die Oma dann doch irgendwie mal mitspielen sollte, dann ist das einfach gut so. Und tatsächlich hatte gerade Sophia erst ein bisschen Schwierigkeiten. Also sie hat verstanden, als ich erklärt habe, dass Farben und Muster unterschiedlich sind, aber dass man halt auch beides sammeln kann in einem. Das war echt schwierig für sie am Anfang, aber da hat sie sich echt gut reingefuchst. Das hat mich sehr gefreut und ja, so ist das auch ein Spiel, was bei ihr gerade ihre persönliche Top 3, glaube ich, erobert hat. Man merkt aber auch mit 9, sie will jetzt auch richtige Spiele spielen, ist ein bisschen ab von den Kinderspielen. Aber ja, wie gesagt, das ist so ein klassisches Familienspiel mit einer super Aufmachung, mit hochqualitativ guten Boards, viel Pappe natürlich, aber die Boards wirklich gut. Man kommt ohne Würfeln aus, das wird viele freuen, manche ärgern. Ja, aber für mich ist das ein schönes Gesamtpaket, jetzt nicht so im Höchstnotenbereich, aber ich mag diese Denkspiele durchaus sehr gerne hier, gerade auch mit meiner Tochter. Ich hoffe, mein Sohn ist dann auch in ein, zwei Jahren soweit, dass man diese Spiele zusammenspielt, aber Kalisto wirklich, ja, für mich eins der guten Spiele der letzten Monate, das, ja, vor allem durch die Thematik punkten kann, mit diesem Hirn, mit diesem Denkansatz dazu. Ja, insofern so 1,5 Daumen nach oben, nicht beide, aber 1,5 und von meiner Tochter beide. Also wer Kinder hat im Alter von 9, ich glaube gerade Mädchen bei diesem Cover, der kann eigentlich nur gewinnen, 9, 10 Jahre so in dem Dreh, der kann nur gewinnen. Ja. In diesem Sinne, freut euch auf das Gewinnspielvideo und ja, wann immer ihr dieses Video sonst gesehen habt, wünsche ich euch jetzt einen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht und sage auf Wiedersehen.